So, ich habe versprochen, dass ich heute noch schnell was aus dem Danakil-Haus zeige. Das Fernsehteam ist schon unterwegs, die haben schon die nächste Location. Und falls sich jetzt jemand wundert, also es könnte sein, dass plötzlich Darth Vader hinter mir steht oder ein japanischer Samurai oder ein Mensch mit einer Pappkiste auf dem Kopf. Hier im Erfurter Egerpark ist gerade Comic Park, das heißt, es gibt also ganz viele wunderlich angezogene Menschen. Total spannend, dass man so alles sieht, aber deswegen bin ich heute nicht hier, sondern natürlich wegen der Pflanzen, wegen der Kakteen, die hier stehen. Und da das Thema ja gerade ist Tag der offenen Tür, kann ich also nur empfehlen, wer also nach Erfurt kommt, um nächste Woche am Samstag unseren Tag der offenen Tür zu besuchen. Es ist eine absolut pfiffige Idee, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit mitzubringen, um einfach dann auch die Zeit hier zu nutzen und vielleicht noch einen Tag in Erfurt zu genießen und ja, also einfach die schöne Stadt anzuschauen. Und natürlich, also was ich auch immer empfehlen kann, ist einfach hier im Egerpark unterwegs zu sein, Kinder mitzubringen. Es ist einfach wirklich ein ganz toller Ort. Ich gucke mal, ob man jetzt rausgucken kann. Also der Park ist voll, nicht nur mit Kakteen, sondern eben auch mit Menschen. Und wir haben noch jemand anderen, die sind jetzt gerade hier gekommen, extra wegen mir. Das sind unsere Erdmännchen und die machen natürlich hier Mordspaß. Ja, also herzliche Einladung nicht nur zum Tag der offenen Tür, sondern eben auch ins Danakil und in den Egerpark. Genießt das einfach, macht richtig Spaß. Ansonsten schönes Wochenende, bis dann, tschüss.